Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mundaun. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge endlich das Rätsel um Alegrias Kopf gelöst und sind hier oben auf dem Gipfel angekommen und müssen jetzt mal schauen, wie wir hier am besten Strom kriegen, weil wenn wir Schalter drücken, passiert leider nichts. Den Lift aktivieren. Hat er entweder nicht gespeichert, weil wir hatten ja letzte Folge schon mal drauf gedrückt. Das haben wir uns auch alles schon angeguckt. Hier gibt's nichts weiter zu sehen. Wir haben hier noch ein Gemälde, aber ich glaube nicht, dass das was zu sagen hat. Gut, wir schauen mal. Ich bin mal gespannt, was uns hier für neue Gegner erwarten. Übrigens, wer Bock hat, heute startet dann auch Outriders. Kam ja gestern raus, heute startet das Let's Play. Wer Lust hat, 14 Uhr. Geht's dann los? Nur mal so nebenbei angemerkt. Also allzu viel gibt's ja noch nicht zu sehen. Da oben sind dann noch ein paar Hütten. Geht vielleicht eine kleine Après-Ski-Party. Hä? Ach komm. Im Schnee. Schon wieder Toilettenpapier? Na, man weiß nie. Also die hätte ich mitgenommen. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen. Aber hier scheint auch nichts weiter drin zu sein. Dann können wir mal noch darüber gehen. Ist halt so ein bisschen die Frage. Wo kommt der Strom her? Da hinten ist nichts weiter. Denke mal fast, wenn wir dann mit der Seilbahn hier ganz hochfahren, wird es wohl das Endgebiet sein. Allzu weit vom Ende sind wir zumindest, glaube ich, nicht mehr entfernt. So, wie kommen wir hier rein? Hier haben wir einen kleinen Gang. Was ist das? Alter, was ist denn das? So hat eine Glocke, hat einfach nur jemand Augen dran geklebt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich Besuch kriegen. Sieht irgendwie witzig aus. Gut, hier ist erstmal nichts, aber ich würde trotzdem ganz gerne zumindest die Heugabel mal in die Hand nehmen. Nehmen hier wieder dasselbe Bild. Aber allzu viel verraten tut es uns nicht. Ah gut, ich nehme die Heugabel doch wieder weg. Dann sehen wir nicht so viel. Ja, also hier unten ist irgendwie auch nicht so wirklich was. Wir können hier nochmal dran drehen. Konnte ich es jetzt doch anfassen? Irgendwas hat es doch gerade angezeigt. Okay. Ja, wir wissen ja mittlerweile, wer der Gefangene im Berg ist, und zwar der alte Mann. Was es jetzt gerade mit der Glocke auf sich hat, ich weiß es nicht. Können jetzt erstmal schauen, kommt da hinten noch was? Nö, hier sind wir ja hochgefahren. Sieht nicht danach aus. Gut, also irgendwie Verbindung von den Scheiben zum Brückentor ist nicht unterbrochen worden. Das heißt, irgendwo dort, mit diesem Hinweis, sollten wir den Strom wieder aktivieren können. In der Hütte waren wir. Wir waren da drüben. Die Frage, ob wir hier hinten hochlaufen können. Aber es sieht fast nicht danach aus. Also ich glaube, das ist zu steil. Aber wir probieren es mal. So, hier das geht. Da hinten sah so ein bisschen aus wie ein Weg. Ich weiß nicht, ob wir jetzt von hier rüberkommen.
Nö, sieht nämlich nicht danach aus. Hier werden wir nicht hochkommen. Wir können mal gucken, ob das ein Weg sein soll, aber ich glaube fast nicht. Wahrscheinlich eher das letzte Stück der Skipiste. Ja. Ah, ist doch okay. Gut, also wir kommen nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier... Oh, ein Schneemann. Wir müssen den bestimmt aufbauen. Und die Nase noch rein. Komm. Oh, war ein Arm. Entschuldigung. Aber es passiert nichts. Eigentlich hatten wir die Sachen zum Aufbauen bis jetzt immer, um Gegner damit zu täuschen. Gut, das ist nur das Radio. Ich dachte schon, Florina ist wieder irgendwo in der Nähe und singt was für uns. So, hier steht Strom dran. Macht Sinn, ist ein Strommast. So, das geht einmal hier rüber. Vielleicht sollten wir einfach mal dieser Kabelverbindung folgen. Das Kabel geht hier oben lang. Wir gucken nochmal kurz, ob wir hier noch irgendwas antatschen können. Aber es sieht nicht so aus. Oh, wir haben eine neue Gabel, aber ich glaube, unsere war noch gut, ne? Wir nehmen sie trotzdem mal mit. So, das führt hier hinter. Ist da noch eine Hütte? Ne, waren bloß Gebüsche. Naja, zum Glück noch alles relativ ruhig hier. Bin ich nicht traurig drüber. Brauchen wir jetzt das Klopapier? Ah, wenn wir ihm bestimmt Toilettenpapier bringen. Sind sie was eh? Können wir doch machen, hab ich doch hier. Ach, das war schon alles. Ich habe irgendwie mit ein bisschen mehr erwartet oder mehr gerechnet. So, wir haben hier noch Wein. Naja, das ist hier der Liftbediener, ne? Säuft sich schön vor der Toilette Wein rein und dann geht's ja erstmal kotzen. Die Dinger brauchen wir nicht. Hätte ich eigentlich gerne gehabt. Wäre bestimmt auch eine coole Waffe gewesen. Gut, also er hat gesagt, er stellt's wieder an. Bevor wir jetzt aber zum Lift machen, würde ich nochmal in das Häuschen da oben gehen. Ne, das Häuschen. War es das Häuschen? Nochmal schauen, weil ich würde dann doch nochmal die zweite Rolle Klopapier mitnehmen. Wer weiß, ob wir sie nochmal brauchen. So viel Angst, wie der immer hat, wenn Gegner kommen. Könnte ich mir vorstellen, dass da bestimmt ein paar Rückstände in der Unterhose geblieben sind. So, dann schauen wir mal, ob das schon des Rätsels Lösung war. Aber es sieht gut aus. Ach, jetzt kommen wir nicht wieder mit sowas um die Ecke. Jetzt habe ich Schiss, dass ich hier irgendwas verpasst habe. Halt die Frage. Sagt er das immer oder sagt er das, weil ich wirklich noch was nicht gesehen habe? Wir schauen uns noch mal kurz um. Tut mir leid, falls es Zeitverschwendung ist, obwohl doch hier ist noch was. Aber gerade wenn er sagt, dass wir dann eine Weile nicht wieder vom Gipfel runterkommen. Warum auch immer er das schon weiß. Wäre es mir doch ganz lieb. Ah, schaut mal, ein Schlüssel. Dann hat es sich doch schon mal gelohnt. Mehr haben wir hier nicht. So. Ob der immer noch auf Toilette ist? Wie hat er dann den Strom angeschalten? Toiletten und Stromhäuschen in einem. Wir gucken mal, ich glaube in der Hütte hier waren wir noch nicht.
Wir haben Wasser, vielleicht finden wir ja nochmal Kaffee, dann können wir uns noch etwas Mut antrinken. Ich glaube, wir müssten eine volle Schüssel haben, ne? Nicht? Ist die wieder leer geworden? Ich dachte eigentlich, wir haben das letzte Mal eine volle Schüssel eingesteckt. Wenn er die aber natürlich auch nur so mit dem Wasser einfach in den Rucksack wirft, ist ja auch kein Wunder. Wenn sie dann mal wieder leer ist. So, ich möchte mich trotzdem nochmal bewaffnen. Oh oh. Ah nee, das war schon wieder hier, das Plakat. Das schreckt mich jedes Mal wieder davor. Gott. Was ist das? Nee, Schuhe werden automatisch im Schnee angezogen, man bewegt sich schneller mit ihnen. Das ist schon mal gut. Wir haben mal wieder die Bilder, wie die Hütten errichtet werden. Mach mal kurz eine Zwischenspeicherung. Wir haben noch mal Holz. Aber ich glaube, wir haben keinen Kaffee, ne? Nö, haben wir natürlich nicht. Schade, ich dachte, wir finden vielleicht noch ein Käffchen. Aber hier gibt es keinen weiter. Jetzt halt die Frage, wofür der Schlüssel ist, ob wir den erst oben auf dem Gipfel brauchen oder ob hier vielleicht doch noch irgendwo ein Häuschen mit einer Tür versteckt ist. Hat er die jetzt schon an, die Schneeschuhe? Naja gut, also von da hinten sind wir gekommen, hier ist nichts weiter, hier in der Hütte waren wir schon. Da unten Schneeschuhe gefunden und Schlüssel haben wir hinten in dem Haus gefunden. Hier war ja keine Tür oder sonst was. Das ist halt so ein bisschen... Oh, ich habe ihm die Zunge geklaut. Was ist das für ein Auge? Haben wir jetzt eine Zunge? Nö. Also es gibt anscheinend verschiedene Stufen. Kann ihm auch die Zunge nicht wiedergeben. Durchgedreht haben wir alles schon mal. Könnte mich auch nicht erinnern, dass wir hier so ein Bild schon mal gesehen haben. So geht's zumindest auf, dass alles seinen Platz hat. Aber so wirklich schlau daraus werde ich nicht. Aber wir haben die ja auch wirklich nicht im Inventar, ne? Nö. Gut, wer weiß, was das war. Ich hoffe mal nicht, dass wir dadurch jetzt irgendwas Schlimmes verpassen. Ich würde mich jetzt einfach mal auf den Weg zum Gipfel machen. Bevor wir uns jetzt... Ah, warte mal. Ah, nee. Sah gerade aus wie eine Tür. Bevor wir uns jetzt hier zu lange damit aufhalten. Zumindest die Schneeschuhe waren bestimmt sehr nützlich und den Schlüssel werden wir auch noch brauchen. Also denke ich doch mal, dass wir jetzt bereit sind. So, wie setze ich mich jetzt hier rein? Okay, macht er automatisch? Steht unser Schneemann noch? Da ist er. Er steht noch. Was steht hier? Hügel runter. Haben wir das? Haben wir gemacht. Sehr vorbildlich. Und es geht immer weiter hoch in den Gipfel. Mal gucken, ob jetzt böse Schneemänner kommen. Wird auf jeden Fall sehr windig hier oben. Hier haben wir ein Häuschen. Oh oh. Achso, war bloß der Übergang. Ja, wie sollte es anders sein? Horror-Szenario. Ey, das ist das Ding. Die schwarze Gondel. Die sind die Nats, deren Mats Neders sind die Janiders.
Es nu sind nies wie der lur part de la fir. Per cui, es cui bi dret, se arrivo cesch cui c'è de fat per vus tuats quella volta. Kommt jetzt eine Lawine? Oh oh. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und jetzt, die Gegner aus dem Krieg kommen wieder, ne? Ach, wir sind ja genau, wir sind ja hier, wo die begraben wurden durch die Lawine. Haben wir ja in der Vision gesehen. Oder in der Erinnerung, wie auch immer. Nicht hängen bleiben. Jetzt hat er sie wieder zum Leben erweckt. Also irgendwie ist er ganz schön zornig, der gute Mann. Haben wir es geschafft? Dürfen wir raus? De cosa fermi il runal? Anzi, ci forse centaudio il corrente electric. Ja, es scheint so. Zumindest zum Glück überhalb eines Daches. Da muss ich hin, in den Berg. Jo. Weiß nicht genau, was es jetzt mit den Soldaten auf sich hat. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir gerade Zeitdruck haben. Ach du Scheiße. Gut. Er dreht sich nur um und guckt. Oh, ich glaube, der schießt auf uns. Ach, warum habe ich es getan? Gut, jetzt wissen wir, wofür das Gewehr... Ach, und er steht auch wieder auf. Gibt's doch nicht. Au, ah. Haben wir es jetzt. Danke. Gut, wir wissen jetzt, wofür das Gewehr gut ist. Aber das sind zumindest mal Gegner, die nicht gruselig sind. Und die wir mit Gewehr abschießen können. Ach stimmt, die standen hier an der Tür. Hier hinten war der alte Mann. Was Paktstall untersuchen? Il Kristall pil Pakt. Steck mal ein. Ach, das war's schon. Okay. War ja schwierig. Gut, wir haben hier nochmal eine Skizze. Ja, verrät jetzt nicht so viel. Mehr ist hier drin wohl gar nicht. Geht die Tür wenigstens noch auf. Die Brücke zum Berg untersuchen. Wird jetzt erstmal ganz, ganz kurz gucken, ob wir hier überrannt werden von Soldaten. Wir haben schon wieder Wasser. Komisch, dass das nicht... Achso, doch, ist gefroren, okay. Ja, brauchen wir jetzt erstmal nichts drunter packen. Und wir haben hier wieder das Ding. Es muss wohl was mit dem Strom zu tun haben. Weiß nicht, ob wir jetzt den Strom hier oben wieder anschalten müssen durch das Zeug. Aber das Problem ist, das untere kriegen wir ja nicht mehr weg. Also kriegen wir ja nicht mehr geändert, weil wir kommen nicht mehr runter. Oh Gott, hier sieht's ja echt katastrophal aus. Darf ich dein Gewehr haben oder zumindest die Munition draus? Tut mir leid, alter Mann. Aber du warst mir nicht friedlich gestimmt. Jedenfalls sehr, sehr geile Gegend hier. Also gefällt mir es. Ein bisschen freundlicher. Einfach dadurch, dass viel Schnee ist, ist es halt heller. Als die anderen Gebiete, es war halt alles dunkel und trist. Ist es zwar hier immer noch, aber etwas weniger als davor. So, Schlittenverleih. Oh ja, Schlitten würde ich gern mal fahren. Vielleicht kommen wir ja so den Berg wieder runter. Naja, und dann schauen wir mal, was uns in der Hütte erwartet.
Und was uns da erwartet, sehen wir dann morgen 12 Uhr in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.